Ich heiße Stefanie Biagi, bin 23 Jahre alt und komme aus dem Tessin. Ich wohne jetzt seit fast 2 Jahren in Zürich und studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Zürich. Ich bin seit 6 Jahren Diabetikerin Typ 1. Ich muss am Tag 2 verschiedene Insulintypen nehmen. Ich muss 3-mal pro Tag meinen Blutzucker messen. Am Anfang war meine Krankheit zu akzeptieren nicht sehr einfach. Aber durch die neuen Technologien und durch die neuen Medien hat sich mein Alltag fast normalisiert. Ich benutze viele Social Networks wie Facebook und Twitter und war auf der Suche nach etwas Ähnliches für Diabetiker. Ich benutze einen Online-Dienst, weil ich kein Software herunterladen muss. Ich habe keine Updates. Ich kann von jedem Ort jederzeit darauf zugreifen. Und ich kann auch, wenn ich unterwegs bin, meine Blutzuckerwerte einfügen. Sie sind sofort online, ich muss nichts herunterladen. Ich kann Vertrauenspersonen Zugriff geben. Und sehr wichtig für mich ist der Emergency-Zugang, auch in Notfallsituationen, wenn ich zum Beispiel im Ausland bin und etwas passiert. Es gibt verschiedene Vorteile. Man hat weniger administrativer Aufwand. Mein Diabetes-Care-Team hat die gleiche Datenbasis. Ich kann sehr viele Diabetiker aus der ganzen Welt finden und ich finde auch Bewertungen von Therapien und Medikamenten. Unter eHealth versteht man landläufig die Verschmelzung aller informationstechnischen und Kommunikationsmitteln im Gesundheitswesen. eHealth kann dort Mehrwerte bieten, wenn die Kommunikation einfach und verständlich ist, wenn die Therapie maßgeblich verbessert kann werden, sprich die Lebensqualität für die Diabetiker nimmt zu und es können Kosten gespart werden, indem dass er einzelne Punkte über das Online-Modul abhandelt und nicht persönlich die Praxis aufsuchen muss. Es wird einfacher. Also neue Technologien geben eine gute Unterstützung zur Selbsthilfe. Sie machen mein Leben nur einfacher. Sie brauchen lediglich einen Computer mit Internetzugang und wenn Sie solche Produkte auch unterwegs nutzen wollen, ist es vom Vorteil, wenn Sie ein sogenanntes Smartphone haben. Der Datenschutz auf solchen Plattformen ist ein zentrales Thema. Wichtig zu beachten ist, dass die Datenschutzrichtlinien einfach und verständlich einsehbar sind, dass man die Datenhoheit nie verliert und dass solche Systeme in einem Hochsicherheitsbereich auch gehostet werden. Das Motto solcher Plattformen ist grundlegend: lieber gemeinsam online statt einsam offline. Ich kann Online-Dienstleistungen jedem weiterempfehlen, der sein Diabetes in die Hand nehmen will und der auch die Vorteile eines solchen Mediums zu schätzen weiß.